Und hier oben ist Miriam. Und da geht es, Miriam, um Innovationsförderung. Etwas, was man bei diesen zwei Damen gar nicht machen musste. Die sind von selber innovativ geworden. Ja, genau. Aber ich glaube, der Jonathan wird nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie sie eben auch durch die Stadt Bern gefördert wurden. Man braucht eben doch die richtigen Rahmenbedingungen, auch neben der eigenen Initiative. Sehr gut. Also, was sind die Rahmenbedingungen, die es braucht, für Innovation zu fördern? Das wird jetzt Miriam in einem spannenden Panel eruieren. Viel Spaß. Merci vielmal, Brian. Ja, willkommen zurück in unserem Studio hier oben. Und wir haben diesmal eine spannende Runde zum Thema Innovationsförderung. Wir haben drei Live-Gäste und eine Person digital dazugeschaltet. Mit mir hier im Studio sind Roger Neuenschwander von der BeAdvance, der Innovationsförderungsagentur des Kantons Bern, wenn ich es denn sagen kann. So ein langes Wort. Jonathan Gimmel, wir haben ihn ja heute schon ein paar Mal gesehen, Leiter von Digitalstadt Bern. Und Erik Postler vom Impact Hub Bern, ein Ort für Startups, Unternehmertum und Innovation hier in Bern. Und digital dabei ist Claudine Sever in ihrer Rolle als Vertreterin von Hauptstadtregion Bern. Claudine hat noch viele andere Rollen, deswegen muss man das doch spezifizieren. Ja, Corona war ein Riesenbeschleuniger für viele der Trends, die schon in den letzten Jahren am Laufen waren. Man sagt oft, dass das, was in den letzten Monaten passiert ist, sonst 5 bis 10 Jahre gebraucht hätte, sei es im Bereich Homeoffice oder E-Commerce. Und jetzt ist einfach der Beschleuniger angeschaltet worden und es ist einfach in 10 Monaten passiert statt in 10 Jahren. Und Roger, du kennst ja die Berner KMU-Landschaft, also vom ganzen Kanton Bern bestens. Wie haben die KMU in Bern auf diese Beschleunigung reagiert? Wir stellen sicher fest, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind aktiviert worden. Gerade März, April in dieser Phase ist ein Ruck durch die Unternehmer-Community durch. Logisch, die Veränderung, die jetzt gerade stattfindet, die bietet 2 Sachen, radikale Chancen. Aber auch Gefahr. Und so sind nachher die Herausforderungen von Firma zu Firma unterschiedlich. Aber sicher, was wir feststellen, ist eine sehr aktive Haltung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Sehr viele Innovationsprojekte sind jetzt vorgenommen worden, werden im Moment gepusht. Also da wird ziemlich innoviert. Und das ist, glaube ich, auch wenn man so ein bisschen zurückschaut auf vergangene Krisen, schon ein Muster, dass jetzt eine gute Zeit ist, wo man nachher doch die ein oder andere Innovation werden sehen. Von KMUs wie auch von Startups. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir jetzt diverse, ganz spannende Geschichten auch werden sehen. Neben dem, dass es halt hier eine Krise ist und auch einige Firmen ziemlich stark bedroht sind. Aber auch dort, auch die sind aktiv und die suchen ihre Taktik, ihre Strategien, für jetzt durch die Zeit durchzukommen. Und auch dort stellen wir fest, wirklich eine sehr aktive, vorwärtsgerichtete Haltung bei den wie die allermeisten Firmen, die wir mit ihnen zu tun haben. Jetzt ist ja eigentlich immer so, dass wenn wir so einen Digitalisierungsschub haben, dass es irgendwas gibt, was man unbedingt nicht verschlafen darf. Also so wie die Entwicklung von Analogfotografie zu digital, wo bekannterweise Kodak den Sprung nicht geschafft hat. Was ist es, was du den Berner KMU auf den Weg geben willst? Was ist das Ding, das man jetzt absolut nicht verpassen darf? Ja, sicher, das, was jetzt im Moment ja ziemlich auch schon breit diskutiert worden ist auf der organisatorischen Seite, die ganze mobile Arbeitsgestaltung, Homeoffice etc. Ich glaube, das war jetzt genau die Phase, die sich das etabliert hat. Und ich glaube auch, die Firmen sind heute, werden auch in Zukunft gut dastehen, die jetzt den Trend auch können mitmachen und ihre Belegschaften können mobil ausstatten. Das heisst aber nicht, dass einfach Homeoffice aus meiner Sicht sich komplett wird durchsetzen. Ich glaube, es wird eine hybride Lösung geben, auch für die Kultur, für den Zusammenhalt der Teams. Es ist so wichtig, physische Treffen zu haben, aber auch die Möglichkeit zu haben, dass man remote arbeiten kann, dort arbeiten, wo es einem am besten geht. Mhm. Und das ist schon der Trend, den ich das Gefühl habe, der jetzt sehr stark prägnant ist. Das Remote-Arbeiten ist ein ziemlich offensichtlicher Trend. Ich glaube, die Startups machen das viel schon seit langem. Bei den großen Startups ist ja auch bekannt, Facebook hat gesagt, man darf die nächsten 2 Jahre von zu Hause arbeiten. Manche wie Twitter haben gesagt, man darf sein Leben lang zu Hause arbeiten. Was beobachtest du sonst noch für Trends in der Startup-Branche, Erik?
Ja, merci. Es ist eine grosse Frage, finde ich. Also, es gibt unglaublich viele Trends, die ich beobachte. Was ich schon spüre, ist, dass das Thema alles rund um Daten und Nachhaltigkeit im weitesten Sinn. Also Nutzbarkeit, also Digitalisierung selber führt ja dazu, dass ich per se irgendwie mehr Daten habe. Es werden mehr Daten generiert. Und jetzt fangen sich immer mehr Startups an überlegen, okay, was kann ich mit denen anfangen? Es sind einfache Business Cases, wo man an grössere Unternehmen verkauft, aber auch KMUs, finde ich, die tun sich extrem viele Fragen stellen, was ich mit diesen Daten anfangen kann. Gleichzeitig auch das Thema Nachhaltigkeit. Und das Spannende finde ich bei Nachhaltigkeit heute, dass es kombiniert wird mit digitalen Lösungen. Also früher hat man oft das Vorteil gehabt, dass nachhaltige Lösungen teurer müssen sein, beispielsweise. Und heute hat man aber im Gegenteil, also heute tut man, habe ich viele Business Cases auf dem Tisch, wo Nachhaltigkeit ein Vorteil ist, also Reusing von irgendwelchen Sachen und so weiter. Also das finde ich extrem einen spannenden Trend. Und das Dritte, was ich auch merke, und das ist aber vielleicht weniger auf der Start-up-Seite, sondern mehr von der Ökosystem-Seite, ist, dass sich auch die Investoren-Seite viel besser organisiert. Also einerseits in Bern, also das R-Ventures, das wir in Bern gegründet haben, ist vielleicht eins für Bern, aber auch es gibt zum Beispiel die Swiss VC, so einen informellen Club, der sich viel regelmäßiger trifft, um einfach Finanzierungsmöglichkeiten besser und einfacher zugänglich zu machen für Startups, wo ich finde, das war extrem, extrem ein manueller und mühsamer Prozess vorher gewesen, oder? Wenn ich Geld gesucht habe, bin ich immer so ein bisschen, wo wende ich mich erzählen, was läuft genau, was für Leute etc. Das sind so die drei, vier Sachen, wo ich würde sagen, wo ich stark beobachte. Und dann gibt es natürlich noch die ganz anderen Themen, die man auf dem Gartner Live sagen kann, gerne nachlesen. Aber das heißt, wenn ich dich höre, ist es eigentlich trotz allem, auch wenn wir vielleicht unsichere Zeiten vor uns haben, neue Zeiten, Umbruch, ist es immer noch eine gute Zeit zu gründen oder würdest du sagen, ja, vielleicht lieber abwarten? Ja, je nach Bereich würde ich auch sagen, aber nein, also unbedingt. Also ich glaube, in jedem, der Roger hat es ja schon gesagt, also in jeder Krise sind auch Chancen wie auch Risiken vorhanden. Das heißt, die Möglichkeiten zu gründen sind da. Was ich spannend finde, ist, das ist jetzt eine nicht validierte Aussage, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass meine ich zumindest, dass sogar im Vergleich zum 19 im Mai investiert worden ist in Startups, also im Vergleich zum Vorjahr. Also man sieht schon, durch die Krise sind Umstände, Missstände aufgedeckt worden von vielen Firmen, wo sie Probleme haben, die sie die letzten Jahre mega vernachlässigt haben. Und es hat recht viele Leute gegeben, die gesagt haben, hey, let's do it. Oder da ist eine Chance, da will ich reingehen und eine Lösung entwickeln, eine innovative Lösung und die vermarkten. Und das spüre ich schon. Der Drive und der Mut jetzt zu nutzen, finde ich, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich ganz ehrlich, einen schlechteren Zeitpunkt kann man nicht wünschen. Also wenn ich jetzt bereit bin, Risiken einzugehen, bin ich immer bereit, Risiken einzugehen. Und das finde ich im Gegenteil. Also es ist ein guter Zeitpunkt, Sachen auszuprobieren, was nicht heisst, blind reinstürzen. Also schon gut überlegen, ist es wirklich ein Business Case, ist es wirklich ein validiertes Segment, hat es Potenzial und dann kann ich das gut umsetzen. Es ist eine super Zeit, würde ich sagen. Mhm. Besten Dank, Erik. Ja, wir haben es gehört, es geht viel um Finanzierungsmittel, oder? Und Finanzierung von Startups. Und Claudine, die ja heute nicht bei uns ist, sondern digital dabei ist, beschäftigt sich ja in der Hauptstadtregion Bern damit, die Hauptstadtregion Bern zu einem innovativen Lebensort und Arbeitsort zu machen. Claudine, vielleicht aus deiner Sicht, was braucht es, damit Bern innovativ ist? Ja, es braucht vor allem gute Leute. Es braucht nicht per se nur die guten Rahmenbedingungen. Das ist sicher ganz wichtig. Oder die Fördergelder. Es braucht, wie der Erik vorher gesagt hat, Leute, die den Mut haben, sich zu engagieren, den Mut haben, neue Ideen zu haben. Und ich denke, jetzt sogar mit dieser Krise ist natürlich auch ist der Mut etwas, aber es bringt auch fast nichts anderes übrig, ganz neue Modelle auszutesten. Und das ist sicher das Essentielle. Und das hat Bern. Nachher muss natürlich Bern, und das ist auch etwas von der Aufgabe, die die Hauptstadtregion hat, die Leute ins Zentrum stellen und diesen Leuten die bestmögliche Unterstützung geben, dass sie ihre Ideen realisieren können. Und dort sind wir ein bisschen im Understatement und dort probieren wir doch auch mit der Hauptstadtregion ein bisschen Gegengewicht zu geben, gute Ideen auch in Politik hineinzubringen, gute Ideen zu vernetzen über Kanton Bern raus. Das ist sicher eines unserer zentralen Anliegen. Und dann vielleicht gerade noch meine Anschlussfrage an dich, Claudine, wenn du so sagen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie innovativ ist Bern für dich heute? ich glaube, wir sind sehr innovativ, wir würden uns ein 8 geben, aber wir sehen uns selber vielleicht erst beim 6. Und dass wir uns vom 6 auf das 8 tun, da will ich mich engagieren dafür. Merci, Claudine. Jonathan, wir haben die Frage vorhin schon diskutiert. Das heißt, ich kann das sehr einfach an dich herübergeben. Wir haben schon diskutiert, was heißt Innovation, was heißt Bern? Ja, ich glaube, die erste Frage ist überhaupt Innovation und Bern. Was ist denn Bern? Oder Bern hat 180'000 Arbeitsplätze, 142'000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Aber wenn wir Bern anschauen, in Bezug auf die Hauptstadtregion, dann sind wir ja Teil mal von einem Wirtschaftsraum Bern, der viel grösser ist, der das Umland mit einschließt. Und wenn wir nüchtern das anschauen, sind wir natürlich noch viel grösser mit Biel, Thun, Burgdorf, Freiburg. Also das ist dann irgendwo die Agglomeration, wo wir uns drin bewegen. Um da zu beantworten, sind wir innovativ oder nicht, würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich im Durchschnitt so innovativ wie die Schweiz. Also wahrscheinlich ist die Vermutung naheliegend, dass Claudine recht hat mit dem Achti. Und wahrscheinlich stimmt so, dass halt Berner Lebensgefühl auch mit einer gewissen Bescheidenheit verbunden ist. Identifiziere einfach jetzt in diesen zwei Tagen, wir haben da die wunderbaren Digitaltage, was alles auch für Postulat und Anliegen da ist, vor Politik zu den Zivilgesellschaftsorganisationen für Bern auch mit Ausstrahlung zu verbinden. Also nicht nur in einem wirtschaftlichen Kontext, aber auch, dass unser Beitrag nicht nur darin kann bestehen kann, uns selber wohlfühlend weiterzubringen, sondern dass das, was wir hier machen, so gut soll sein, dass es ausstrahlen kann. Das hat damit zu tun, dass wir den Innovationszyklus in die Nachhaltigkeit müssen bringen. Wir haben ganz viel über Smart City-Fragen geredet. Und wie man digitale Technologien kann nutzen kann, um die Ressourcen für mehr Service, für mehr Kreativität auf dieser Welt zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich schon etwas, was wir selbstkritisch anschauen müssen. Weil mindestens, wenn ich jetzt auf Behörden schaue, dann haben wir seit 20 Jahren das Wichtigste eigentlich, nämlich das New Public Management Modell, das eigentlich aus jeder Linie einen Innovationsort macht. Und darum gibt es ganz viele innovative Lösungen in Stadt Bern, auch in den Behörden. Aber die sind für sich sehr kundinnen nachentwickelt worden. Aber als Gesamtes habe ich wieder Eindruck, das ist wirklich das Feld der Bewegung, wirklich in eine systematische Innovation zu gehen. Und da denke ich an die Zusammenarbeit, das, was wir hier feiern, die zwei Tage, das ist etwas, was wir im Alltag nicht leben. Mhm. Und da denke ich mir, da wären wir jetzt eher beim 4, beim 3. Man kennt einander, man trifft einander. Aber ich habe es schon manchmal gesagt, wer übernimmt Verantwortung? Und ich trete hier eigentlich auch zu sagen, jetzt übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft, die wir beeinflussen können. Und schaffen wir dort zusammen, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Und wenn wir es gut machen, dann wird es so fest ausstrahlen, dass sogar die Hauptstadtregion Freude hat und darüber raus. Also das ist wie so der Teil selber, haben wir auch ein paar Innovationsgefäße, da kann ich dann auch noch etwas dazu sagen. Aber so denke ich auch, wir haben tolle Ausstrahlungselemente wie der Medizinalcluster und anderes. Wir haben sehr innovative Entwicklungsprojekte, auch das ganze nachhaltige Leben. Aber über alles gesehen könnte man das sicher auch noch vorantreiben und mehr bündeln und mit mehr Ausstrahlung austragen. Du hast schon viele interessante Punkte erwähnt, zum Beispiel eben die Medizinalcluster, all diese vielen Bereiche, in denen Bern bereits innovativ ist. Mhm. Eins, wofür Bern bekannt ist, ist als KMU-Kanton, also vor allem der Kanton. Mhm. Und da gibt es ja bekannterweise einige Hidden Champions, kleine Firmen, die man gar nicht kennt, dass sie innovativ sind. Oft reden wir eben von den großen Startups, von den fancy Unicorns, die durch die Decke gehen. Aber Roger, was ist für dich im KMU-Bereich die Definition für innovativ? Ja, für mich ist ganz klar ein guter Business Case und nachher eine wirklich starke unternehmerische Leistung. Die Idee ist nur so viel wert, wie du sie nachher auch tatsächlich am Markt etablieren kannst. Und in dem Sinn, oder, ist es, glaube ich, schon, du hast gesagt, Bern ist für mich so ein bisschen der Kanton der Hidden Champions. Wir sind eher ein bisschen diskret. Aber es ist gleich unheimlich spannend, die vielen KMUs zu sehen, rein dürfen zu schauen. Und eben, in vielen Fällen, oder, stark nischenorientiert, aber Weltklasse in dem, was sie machen, extrem stark positioniert. Und mögen weltweit, in vielen Fällen mögen sie weltweit ganz, ganz gut mithalten. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz starke, innovative Leistung. Find deine Opportunität, find deine Lücke, geh da rein und schaff mit dem Wert, gesellschaftlichen Wert oder wirtschaftlichen Wert. Und das ist schon wieder, für mich, wir machen wenig Unterscheidungen zwischen Start-up und KMU. Das ist für beide Fälle die gleiche Herausforderung. Find deine Lücke, geh da rein und schaff dort ein Geschäft daraus. Und das machen wir, glaube ich, in Bern sehr gut. Was wir vielleicht noch nicht gut machen, haben wir vorher diskutiert, ist, das vielleicht auch zu zeigen, darüber zu reden, dem auch Sichtbarkeit zu geben, dem können wir noch schaffen. Mhm. Das heisst, die Berner sind sich noch ein bisschen am Undersellen sozusagen. Ja, ich glaube, wir sind viel besser, als man uns wahrnimmt. Ja, das glaube ich ganz, ganz stark. Ja. Das ist eigentlich eine super Überleitung. Claudine, du hast es ja eben aufgebracht. Woher kommt dieses Underselling und wie kann man das besser machen?
Ja, es geht natürlich auch, eine gewisse Fehlerkultur zuzulassen. Ich denke, dass man auch scheitern darf. Das hat ganz viel mit Unternehmertum und Innovation zu tun. Das ist immer ein bisschen ein Malaise, dass wir natürlich dann gleich sehr viele staatliche Organisationen haben, wo es dann nicht so gut kommt, wenn man scheitert. Das muss man auch ganz ehrlich sein. Also das dürfen, die Fehlerkultur zulassen, das müssen wir schon noch ein bisschen üben. Und nachher müssen wir schon ein bisschen Drive bekommen. Wir haben ja langsame Sprache, aber ich sage immer, ich bin der Beweis, dass man auch schnell Berndeutsch reden kann, dass wir schon ein bisschen müssen in die Gänge kommen müssen. Und ich denke, da müssen wir auch eine Eigenverantwortung übernehmen, dass wir uns dort weiterbilden, dass unsere Universität, unsere Fachhochschulen dort auch ein bisschen mehr machen. Wir haben ein grosses Potenzial, das ist jetzt gerade gesagt worden von Herrn Neuschwander, aber wir müssen das schon auch noch besser vorstellen. Und auch Politik, es braucht schon noch ein grösseres Commitment auch zu den Leuten, die eben das wagen, auch Fehler zu haben. Und ich denke, Erik kann das noch sagen, von Impact Hub, oder? Das ist am Anfang eher so ein bisschen kritisch angeschaut worden, von den Verbänden oder so vom alten Establishment. Und der braucht schon ein bisschen einen Kulturwandel, dass wir uns dort auch wirklich stolz auf die Leute sind. Vielen Dank, Claudine. Und ja, Erik, wir hatten es gerade schon vom Impact Hub und Fehlerkultur. Failing Forward ist ja eines der Themen, die der Impact Hub sich auf die Fahne schreibt. Wie kann Fehler machen zu mehr Innovation führen? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, wann fangen wir überhaupt an? Also ich glaube, eine Fehlerkultur, je früher man die versucht irgendwie zu etablieren und je früher man eigentlich in den Probiermodus kommt, desto einfacher kann ich später auch mit dem umgehen. Also wenn ich erst mit 35 das erste Mal probiere, etwas auszutesten und auf die Schnur gehe, dann habe ich sozial gesehen irgendwie einen grösseren Druck, dass es gut kommt, als wenn ich das schon in der Schule oder wenn auch immer sehr früh probiere, Sachen auszutesten. Fehlerkultur erlernen, finde ich, geht eigentlich nur über das Doing. Also ich finde, was ich merke im Impact habe, ist eigentlich, wenn ich Leute habe um mich herum, die auch in einer ähnlichen, unsicheren Situation sind, die müssen nicht alle gründen. Das geht mehr darum, ich befinde mich in einer unsicheren Zeit, weiß nicht genau, was läuft und versuche eigentlich, etwas aus dieser Situation zu machen. Und je mehr ich mich mit diesen Leuten umgebe und versuche, etwas aus dem rauszuholen, desto mehr werde ich eigentlich auch akzeptiert in dem Rahmen. Was ich merke im Impact Hub, was spannend ist, eigentlich einfach eine generelle Akzeptanz zu probieren und zu scheitern. Und das fährt eigentlich je früher, je besser, oder, würde ich sagen. Und das ist so eine Herausforderung, wo ich glaube, generell jede Stadt. Oder? Und, wenn es darum geht, wir haben jetzt viel auch über das Thema Ausstrahlung, anders Selling geredet, oder? Und das spielt für mich auch so ein bisschen in das Innen. Für mich ist immer so die grosse Frage, why? Oder wieso braucht es das überhaupt? Oder wieso müssen wir über das reden? Also wenn es darum geht, dass wir irgendwie 200 Awards zeigen, ja, whatever, oder? Damit habe ich die Welt auch nicht gerettet. Also die Frage ist auch eigentlich viel mehr, es geht darum, Vorbilder zu schaffen, die nachher eigentlich für andere Leute irgendwie zeigen, hey, man kann es schaffen, man kann das machen. Und dort sehe ich, wie Nutzen, sich wirklich auch nach außen zu verkaufen, aber sich auch zu verkaufen, damit er mich verkauft, damit alle irgendwie hinschauen. Oft vergleicht man sich selber mit Zürich, oder? Das Gefühl, ah, Zürich ist so toll und läuft so viel, aber da gibt es auch recht viele Startups, wo ich manchmal mich frage, okay, jetzt hast du irgendwie 30 Awards gewonnen, wenn schaffst du eigentlich, oder? Wenn setzt du dein Zeug eigentlich genau um, oder? Also ja, da kann man sich auch, also ich finde es manchmal noch gut, oder? Eher so ein bisschen entspannt, ich habe meinen Case, ich setze es super um und bügle. Also wir bügeln nicht weniger, würde ich per se sagen. Also die sind genauso dahinter und probieren Sachen aus. Und dann ist das eigentlich mindestens so gleichwertig wie andere, auch wenn man es nicht so gut vermarktet. Für Vorbilder schaffen, glaube ich, ist das sinnvoll. Ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube, wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass wenn man in Impact Hub Zürich geht, sind alle nur am Quatschen. Wenn man in Impact Hub Bern geht, sind alle am Arbeiten. Vielleicht ist das eine gute Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast. Dem Startup Beauty Contest, den es ja oft so gibt. Genau. Ja, es hat ein bisschen, also so ein bisschen generell so die, ja, so ein bisschen das wirklich das Doing, oder? Das finde ich schon bei Bern sehr, sehr gut ausprägt, würde ich sagen. Mhm. Jetzt, Jonathan, wenn wir über Fehlerkultur reden, das ist natürlich in der Verwaltung immer ein schwieriges Thema. Lebt ihr Fehlerkultur und wenn ja, wie? Ich würde noch fast lieber bei dem Award anfangen oder da im Zwiegespräch als Innovatorin und Innovator hergeben. Ich meine, unser Award ist eine zufriedene Bevölkerung oder unser Award ist vielleicht eine inklusive Bevölkerung, die eben Zugang findet. Und ich glaube, ich möchte da bei Claudine anhängen, die gesagt hat, ein bisschen Bewegung und Dynamik drin. Und das reicht eben nicht, eine zufriedene Bevölkerung. Das muss auch die zufriedene Bevölkerung von morgen sein. Und das muss unser Bezugsrahmen sein. Und dann komme ich jetzt gerne zu deiner Frage zurück. Und das heisst natürlich,
Wir sind in einer Realität, das ist eine digitalisierte Gesellschaft, die immer stärker Fahrt aufnimmt. Menschen leben in diesem Umfeld. Und uns gibt es eine riesige Chance. Das, was vor 50 Jahren, vor 100 Jahren erfunden wurde, ist in der Akademie und in der Amtsstube, das ist nämlich so, wie wir operieren als Behörde, neu von uns hineinzudenken. Also aus dem Palast raus, ins Zelt und uns selber wieder zu sehen und unsere Dienstleistung entsprechend anzupassen. Und das ist der grosse Innovationsschritt, der jetzt ansteht. Und der wird uns als Stadt Bern und andere Verwaltungen natürlich wirklich in eine nächste Geländekammer bringen. Mir denkt, wir sind da dank unserem NPM-System, unserer Nähe zur Bevölkerung, statt der Beteiligung seit 4 Jahren und so weiter, ich glaube, eine super Ausgangslage. Und jetzt gilt es, das Doing, den Schritt zu machen. Und das wird nicht ohne Fehler gehen. Mhm. Man muss einfach sagen, es gibt ein paar Punkte, da gibt es keinen Spielraum. Das grösste Gut, das wir als Verwaltung haben, ist das Vertrauen der Bevölkerung. Wir sind der Staat, wir haben das entsprechend würdig auszuüben. Und Vertrauen, insbesondere bei Datensicherheit und beim Datenschutz, dort sind wir gefordert, das höchste Level einzuhalten. Und wenn uns das gelingt, wir haben ja eine Umfrage gemacht an der Digitaltag, da hat über die Hälfte gesagt, sie wären auch bereit, uns Mobilitätsdaten zu geben, freiwillig, dass wir die Stadt besser entwickeln können. Wenn uns das gelingt, gibt es uns wieder neue Möglichkeiten, zum Beispiel mit Startups zusammen, mit der Forschung zusammen, unsere Stadt eben die nächste Generation weiterzuführen, noch nachhaltiger, noch inklusiver. Und genau für das treten wir auch. Wir sind ja nicht allein. Wir haben top aufgestellte Energie-EWB-Versorgung mit Energie und Kommunikation. Wir haben Bernmobil. Also, das sind ja Töchter von Stadt. Wir sind wie unterwegs als tolles Team, eingebettet in eine gute Region. Also, das ist unsere Ambition. Und wenn du von Fehlern redest, ja, die gibt es und die soll es geben. Die müssen wir auch feiern und dürfen zeigen gegenüber der Politik. Was sagt die? Das gelernt daraus. Aber eben in einem definierten Bereich von Innovation, ohne dass wir unseren Kern einfach liederlich bearbeiten. Also der Anspruch, der muss sein, für das stehe ich. Mhm. Merci vielmals. Wir haben jetzt sehr viel über Innovation in Bern gehört, auf allen Ebenen, von den Startups, KMU, Verwaltung. Und deswegen wollen wir auch von euch, die da draußen vorm Screen sitzen, wissen, wie innovativ denkt ihr, dass Bern ist? Und wir hatten zwar vorhin schon die Diskussion, was jetzt genau Bern und was Innovation ist. Gerne in den Chat schreiben, wenn ihr dazu eure persönliche Meinung auch noch hier ins Podium mit einbringen wollt. Und dann sind wir gespannt, wie innovativ ihr Bern findet. Und während ihr diese Umfrage ausfüllt, habe ich eigentlich auch gerade noch eine Frage an Roger. Ja, wir haben jetzt gehört, eben so ein bisschen dieses Underselling. Brauchen die KMU in Bern, die eben doch innovativer unterwegs sind, als man meint, einfach mehr Publicity? Oder ist es gar nicht nötig, weil sie einfach am Tun sind und es nicht das ist, was sie brauchen? Schon eher Zweiteres. Oder? Eben, es ist ein bisschen auf dein Statement da, oder brauchen wir eigentlich die, die überall glänzen und auf der Bühne stehen? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen die, die Wertschöpfung erzeugen, die Arbeitsplätze schaffen. Und es ist schon so, oder? In Bern, wie das gesagt hat, oder? Ist in der Regel, die sind beschäftigt mit Bügeln. Man sieht so weniger bei den Events, weil sie einfach keine Zeit haben dafür. ja, das ist ja so. Und das ist absolut gut so. Ich glaube einfach, es gibt, oder mindestens jetzt mehr bekannt sind, unheimlich viel von den sogenannten Hidden Champions, wo wir auch alle noch nie davon gehört haben. Aber die sind dem, was sie machen, sind sie absolut spitze. Oder? Und denen nachher auch einen Raum geben, dass sie sagen können, hey, schau, wir haben da jemanden, der wirklich dem, was sie machen, spitze ist. Wo vielleicht nachher auch andere können, davon profitieren können, die wir vernetzen können. Mit Behörden, mit Startups, mit Corporates, wo wir auch ja viele, viele hier in Bern haben. Dann schafft es wieder neue Opportunitäten, neue Möglichkeiten. Also, ja, die KMU sind in der Regel beschäftigt mit Arbeiten. Und wir können auch noch dafür sorgen, dass wir ihnen noch helfen können, dass vielleicht noch mehr Opportunitäten wieder zu ihnen kommen. Kommen in dem, dass wir ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr Raum geben, dass man so zeigen kann. Mhm. Das ist eigentlich ein Anliegen von mir. Darf ich da so eine Anschlussbemerkung machen? Was ich wirklich merke, so, was schon ein Unterschied ist zu Bern und anderen Regionen, ist schon, dass die Wertschöpfung im Netzwerk, also im Ökosystembild, wird ein bisschen weniger gesehen, habe ich manchmal den Eindruck. Also man hat, was ich schon gespürt habe, ist, dass KMUs und auch größere Firmen viel stärker an Ökosystem denken. Also innerhalb von ihrem Leistungsumfeld, Serviceumfeld, tun sie sich sehr gut vernetzen und mit diesen Innovationen betreiben. Also dort sind sie schon extrem weitergekommen in den letzten Jahren. Mhm.
Was ich aber schon, wo man schon noch so eine Herausforderung hat, ist, wie schafft man das Cross-Industry, also über andere Industrien, sich wirklich zu vernetzen mit Leuten, wo man auf den ersten Blick vielleicht nicht so das Gefühl hat, hey, bringt mir das jetzt irgendwas, oder? Aber es gibt recht viele coole Beispiele, dass zum Beispiel, ich glaube, es ist BMW i3 oder wo irgendwie das mit der die Mittelkonsole mit, anhand vom mit Xbox entwickelt, mit Microsoft Xbox Controller irgendwie entwickelt. Also es gibt viele Optionen und Möglichkeiten, wenn man Nutzen und Sinnhaftigkeit eigentlich in dem Ökosystem und in dem Netzwerkgedanken findet. Und dort würde ich eigentlich auch ein bisschen an die Bevölkerung appellieren, oder? Dass man sagt, hey, versucht euch auch ein bisschen Zeit zu nehmen, euch auch mit anderen Pieces zu vernetzen und versucht dort verschiedene Opportunitäten und Möglichkeiten zu identifizieren. Weil wenn ich nur in meinem Boot bin, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin jetzt ein Mech oder was und bewege mich immer in meinem Mech-Umfeld, dann bin ich dort vielleicht top, aber ich verpasse vielleicht das außerdem eine Kombinationsmöglichkeit mit, was weiß ich, Kamera, keine Ahnung, was möglich gewesen wäre. Oder? Und das, glaube ich, ist schon etwas, wo Bern noch könnte ein bisschen mehr machen. Super. Claudien, das ist ja absolut dein Thema, Netzwerke. Ich weiß, du bist ein sehr vielbeschäftigter Netzwerker. Wie könnt ihr als Hauptstadtregion oder was können unsere Bürger sonst tun, um sich eben besser zu vernetzen? Ja, es ist mir wirklich gerade, ja, wenn ich denke, es ist alles gut, ja, um zu arbeiten, es kommt schon gut. So einfach ist es eben dann doch nicht. Und zu arbeiten, das ist für mich sowieso etwas, was man muss machen. Die Leistung muss man bringen. Aber die Vernetzung ist wirklich zentral, dass man eben auch Innovation kann schaffen kann. Wenn man immer nur in seinem eigenen Dörfchen ist, kommen wir nicht weiter. Und für die Hauptstadtregion, wir sind ja die 5 Kantone, Bern, Freiburg, Wallis, Neuenburg und Solothurn, sehen wir zum Beispiel schon nur die Sprachen. Dass man, wenn man schon mal von Bern auf Freiburg geht, zum Beispiel, dass dort schon ganz viel entstehen kann. Und man sieht auch zum Beispiel die Herausforderung, ob etwas sehr lokal ist oder kantonal oder sogar international, dass dort auch ganz viel Neues kann entstehen, wenn man sich eben zusammentut. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert für die Hauptstadtregion, dass sie nicht nur Kantone sind, sondern Gemeinden, die Städte, die Regionen, aber sogar international, die natürlich auch Strahlkraft haben. Und wir organisieren zum Beispiel die Bold Ideas, die nächstes Jahr wieder hoffentlich stattfinden im Mai, wo man eben zu probieren, auch Leute aus verschiedensten Bereichen zusammenzubringen, dass sie sich auch mal einfach 2 Tage Zeit nehmen, Herausforderungen, die die Gesellschaft hat, anzugehen. Und letztes Mal haben wir gesagt, zum Beispiel politische Partizipation. Wir sind gleich die Hauptstadtregion. Die Hauptstadt ist ein grosses Thema von uns. Und dort ist es auch mal spannend, jemanden zu hören, der eben bei EWB arbeitet oder das vielleicht nicht so drin hat, aber wo der ganz gute Ideen hat. Und ich glaube, es ist schon etwas, wo wir uns alle an der Nase müssen selber nehmen. Das Netzwerken ist wichtig. Das Netzwerk ist wichtig, dass wir dran bleiben. Jonathan Gimmel hat es vorher gesagt, oder? Wir müssen in Berührung trotzdem sein mit allen, gerade in dieser Krise innen. Wir müssen den Anschluss nicht verlieren. Wir müssen können zuhören. Nur so werden wir fit in die Zukunft können gehen. Merci, Claudine. Ich bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren in diesem Innovationsbereich in Bern unterwegs, vor allem in der Stadt Bern. Und ich glaube, das Thema Innovationsförderung diskutieren wir so lange, wie ich schon in diesem Bereich bin. Deswegen an dich, Jonathan, die Frage, was machen wir, damit wir nächstes Jahr an diesem Digitaltag nicht drüber reden, was machen wir, damit Bern innovativ ist, sondern vom Erfolgsgeschichte Bern reden? Also ich denke, erstens, rein, dass wir darüber reden, finde ich natürlich schon extrem wichtig. Also das hier ist eine diskursive Plattform, die eben nicht eine Abo-Show. Und das, denke ich, ist der erste Schritt, für mit dieser Fehlerkultur umzugehen. Wir haben so gehört, jetzt seit 2 Tagen, das ist unabdingbar. Und wenn wir jetzt weiterkommen, dann müssen wir auch schauen, wo ist unsere Aufgabe. Wir reden jetzt von Behörden, oder? Ich meine, wir sind sehr bevölkerungsnah, naturgemäß. Wir bekommen sehr viel Angebot von tollen Innovationen, was man einführen sollte. Dann sind wir nämlich mehr so Use-Case-Lieferant, oder? Für irgendetwas zu entwickeln. Das ist nicht unbedingt vor, sondern wir müssen das Bedürfnis der Bevölkerung mit Innovationen aus Forschung und Industrie zusammenbringen. Und genau für das braucht es, wie Claudine schön gesagt, und neue Netzwerke und neue Formate. Hier diskursiv, aber noch darüber hinaus. Und da sind wir jetzt nicht auf einem erfahrenen Weg. Seit 2 Jahren gibt es erste wirklich gute Schritte. Insofern, als dass wir mit Bern Mobil und EWB zusammen einen Innovationsprozess haben. Und der besteht nicht darin, dass wir da im Silo-Lien jetzt zu dritt zusammen reden, sondern dass man versucht, so klassische Bevölkerungsthemen hineinzubringen, die von der Bevölkerung vertreten werden. Das Jugendcenter Design aufbereitet und das auch mit anderen Firmen zulässt und noch weiter auftut. Und daraus entstanden ist beispielsweise eben das Projekt Kube, das gerade vorhin präsentiert worden ist, wo
völlig ein weitreichender Ansatz von einem inklusiven Verständnis bis umgesetzt in die praktische App ermöglicht hat im Innovationsprozess, also produktiv bis zum MVP. Und da muss ich sagen, genau sehr gute Beispiele braucht es, um auch zu zeigen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt für die Digitaltage einen Wettbewerb lanciert mit der nicht ganz trivialen Frage, wie soll Bern noch smarter werden, wo soll man Aufmerksamkeit hergeben. Wir haben eigentlich 15 Projekte bekommen, die ich sage, wo man zwei Drittel davon fast umsetzen müsste. Wir tun heute Abend drei Auslobungen, wissen darum, dass das wie ein erster Schritt ist. Also, das sind sehr positive Zeichen, was sicher fehlt, für das wir nicht mehr darüber reden müssen, ist wie die dauerhafte Plattform. Wenn das heute wie ein Startpunkt ist, wie eine Einladung im Diskurs, dann ist die Frage, was kommt alles näher. Und wenn das wie eine Begegnung ist, die einen gewissen Rhythmus hat, wo der Austausch eben auch in ein Business übergeht mit der Zeit, ich glaube, dann lösen wir es nicht heute und morgen, aber ich denke, die Zeichen sind jetzt auch da für mehr Verbindlichkeit auf dem Weg. Merci, vielen Dank, Jonathan. Das war ein super Schlusswort. Und dann bin ich gespannt, ob wir nächstes Jahr vom Erfolgsmodell Bern reden können. Wir haben gehört, es braucht ein Netzwerk. Wir sollten weniger falsche Bescheidenheit an den Tag legen und ein bisschen Stolz von unseren Innovationen erzählen.